Es ist schon nett von meinem Kollegen, von Alfons, dass er mir 5 Franken in der Stunde gibt, wenn ich hier ein bisschen Unkraut jette. Weil der Gary kommt ein Weihnachtsgeschenk rüber von mir. Aber es ist schon anstrengend. Eieieiei, keiben noch Unkraut, keiben. Was ist denn das da? Ohohoho! Der Murmi hat etwas entdeckt. Das sieht aus wie ein Knochen. Und zwar, ich glaube, das ist ein Dino-Knochen. Genau, der Murmi hat einen Saurier-Knochen entdeckt. Warte mal, da sind wir ganz in der Nähe von Frick. Dort hat es doch so ein Museum mit Dinosaurier. Ich muss den gerade bringen. Sali Murmi, das ist ja schön, dass du uns mal besuchst. Ja, ich habe darum einen Grund. Ja, was denn? Wie heisst du? Ich bin Andrea. Hoi Andrea. Ich musste darum arbeiten für den Alfons. Und dann habe ich einen Garten rumgraben. Und dann habe ich... Oh. Was? Leck den grossen Fuss, der dort... Ist das ein richtiger Dinosaurier? Ja, sollen wir ihn anschauen? Darf ich? Also komm mit. Oh, ein richtiger... Also komm, Urmi, ich zeig dir unsere Dinosaurier. Jetzt musst du mal da den Fuss, den du gesehen hast. Ja! Der gehört zu einem grossen Plateosaurier. Plateosaurier? Der ist ja riesig! Der ist relativ gross. Der ist bis 5, sogar bis 8 Meter gross geworden. Wow! Wieso ist der da? Habt ihr solche da in der Nähe gefunden? Ja, die finden wir hier selber in Frick. Da gibt es eine grosse Tongrube, wo Gestein geholt wird für Bachstein. Und dort findet man immer wieder die Dinosaurier drin. Wow! Das ist ja ganz verrückt! Oh! Und da hat es noch ganz viel mehr! Ja, da hat es ganz viel mehr. Wir haben das Glück, dass man nicht einfach nur einen Dinosaurier gefunden hat, sondern wir finden eben immer wieder neue Dinosaurier. So wie sie da am Boden liegen? Teilweise so wie sie da am Boden liegen, ja. Also das ist auch so im Boden drin gelegen. Und das Spezielle daran ist, dass die Knochen noch schön in der richtigen Reihenfolge sind. Und das ist echt das, was am spannendsten ist beim Ausgraben. Weil dann weisst du, welches die richtige Reihenfolge ist und musst nicht wie bei einem Zusammensetzspiel das mühsam nachher zusammenbasteln. Ja, da leuchten wir ein und die Knochen sind versteinert. Die sind alle versteinert, ja. Uralt. Über 200 Millionen Jahre alt sind sie. Wow, 200 Millionen! Genau, wir sind also eigentlich da. Ende Trias-Zeit, eben vor 200, 210 Millionen Jahren. Und das war der Anfang der Dinosaurier-Zeit. Also das ist eigentlich der Plateosaurier, ist der erste grosse Dinosaurier, den man überhaupt kennt. Aha! Wow! Und wieso sind die da so zack am Boden gefallen? Wieso sind die da im Boden drin? Die sind nicht einfach so zack am Boden gefallen. Da die meisten werden wahrscheinlich im Schlamm stecken geblieben sein. Aha! Da hat es Schlamm gehabt. Sonst, wir gehen etwas weiter, dann kann ich dir das etwas besser zeigen. Ja! Jetzt bei diesem Skelett siehst du, dass die nicht einfach nur umgekehrt sind, sondern wenn wir hier schauen, das ist eigentlich ein ganzer Dinosaurier. Und den hat man so gefunden, wie er da liegt. Das heisst, vom Kopf über den Hals, über den Körper. Bis ans Schwanzende ist der ganze Dinosaurier vorhanden und so wie er da liegt, ist er auch gelegen. Ui! Und bei so einem zusammenhängenden Skelett kann man ganz viel rauslesen. Und etwas, was man könnte sagen, wenn du mal da die Beine anschaust, ja. Du siehst, der sitzt jetzt ein bisschen wie ein Frosch da. Ja. Und die Froschstellung kommt davon, weil da drüber ist noch ganz viel Gestein gewesen, das hat ihn zusammengedrückt. Aber der ist eigentlich im Stehen gestorben. Ui! Und dass er jetzt noch so gut erhalten ist, hat auch damit zu tun, der arme Dinosaurier ist in den Schlammloch stecken geblieben. Aha! Der hat nicht mehr raus können!
Der hat nicht mehr raus. Der hat versucht, sich zu freischaufeln. Wenn du da bei seinen Händen schaust, die sind jetzt so unter dem Bauch. Das heisst, er hat versucht, sich frei zu graben. Aber ja, wie man sieht, erfolglos. Uiuiui, der Arm. Aber gut, dass wir ihn wieder gefunden haben. Genau. Was ein Pech war vom Dinosaurier, dass er stecken geblieben ist, ist eben unser Glück. Dass wir wissen, wie die aussehen. Ja, und dass er überhaupt versteinert worden ist. Weil wenn er nicht zugedeckt wäre, dann wäre er gefressen worden. Und das siehst du auch auf dem Bild. Dort wird gerade einer gefressen. Und von selben dort ist wahrscheinlich nichts übrig geblieben. Ja. Das sind fleischfressende Dinosaurier. Das sind fleischfressende, genau. Und unsere da, die essen kein Fleisch? Nein, die haben Pflanzen gefressen. Aha. So Schachtelpalmen und so? Genau, so Schachtelhalm, so Farnbäume. Das haben sie so gefressen. Hat es denn da früher ganz anders ausgesehen? Es hat ziemlich anders ausgesehen. Es war viel flacher gewesen. Und vor allem auch die Pflanzenwelt hat anders ausgesehen. Heute, wenn du rausgehst, hast du eine grüne Wiese. Aha. Es hat Blätter an den Bäumen. Das hat es da noch nicht gegeben, vor 200 Millionen Jahren. Uiuiui. Es war relativ trocken, relativ warm gewesen. Warm? Ja, ein bisschen wärmer als jetzt im Moment. Und hier und da hat es dann wieder mal einfach zwei Monate geregnet. Dann hat sich eben die flache Ebene wieder so in eine Sumpflandschaft verwandelt. Und dann ist hier und da mal ein Dinosaurier stecken geblieben. Wo wir da hintergelaufen sind, habe ich dort noch einen ganz kleinen gesehen, Andrea. Genau, das ist unser kleiner Plateosaurier. Genau, du bist ja vorher hier vorbeigelaufen. Genau. Und das war nur so knapp gewesen. Ja. Das ist eigentlich fast noch unser Baby. Aha, ein Junge. Ein junger Plateosaurier. Und man schätzt, dass er nur 1-2 Jahre alt geworden ist. Also wirklich noch ganz jung. Gleich ist er schon 2 Meter lang geworden. Und musst dir vorstellen, der ist aus einem Ei geschlafen. Und das Ei ist ja, vielleicht etwa so gross wie ein Gänseei. Also der war irgendwie so hamstergross, wo er geschlüpft ist. Und ist in 1-2 Jahren ist jetzt der da schon 2 Meter gewachsen. Wow, die haben Eier gelegt, Dinosaurier. Dinosaurier haben Eier gelegt. Wie Hühner. Wie Hühner. Und ein Huhn ist ja fast noch ein Dinosaurier. Aha. Und Echsen. Ja, die Echsen sind, die haben eigentlich gemeinsame Vorfahren mit den Dinosauriern, sind aber eben keine Dinosaurier. Aha. Und Krokodil? Krokodil sind auch keine Dinosaurier. Die hat's, neben den Dinosauriern hat es eigentlich schon Krokodilartige gegeben. Aha. Und weißt du, was der Unterschied ist zwischen einer Echse und einem Dino? Nein. Das ist vor allem eigentlich die Beistellung. Aha. Musst du mal achten, ein Schildkröte oder ein Krokodil, das hat doch so die Beine seitwärts. Mhm. Und ein Dinosaurier hat immer seine Beine genau unter dem Körper. Aha. Und sind quasi beides Reptilien, aber eben die Dinos haben die Beine unter dem Körper und die Echsen und die anderen haben es seitlich. Mhm. So kann man es eigentlich auch unterscheiden. Aber dort liegt so etwas am Boden wie ein Schildkröte. Das ist auch ein Schildkröte. Und wenn du jetzt schaust, kommen die Beine auf die Seite auswärts. Aha. Hat man die auch da gefunden? Die hat man auch da gefunden. Die ist zur gleichen Zeit umspaziert wie die Dinosaurier. Wow! Weil man nämlich die Knochen der Schildkröte verteilt zwischen den Knochen der Dinosaurier, der Plateosaurier gefunden hat. Also, ich zeige dir die Schildkröte noch etwas genauer, weil man sie ja vom Unterschied gehabt hat. Genau. Genau. Jetzt, wenn wir hier schauen, dann schauen die beide auf die Seite raus. Genau! Und sie sieht schon aus wie eine Schildkröte. Aber wenn du genauer schaust, sie hat doch ein paar Unterschiede. Was auffällt, sie hat überall Stacheli. Was? Die hat Stacheln? Ja, schau mal da, sie hat am Hals vorne Stacheln. Ja. Da Panzer, wo Beine vorne schaut, hat sie Spitze. Der Schwanz hat sie Stacheln dran. Wow. Und was meinst du, was hat sie mit dem Schwanz können machen? Schlag, genau. Die Schildkröte hat sich nämlich nicht können im Panzer reinziehen, aber mit dem Schwanz hat sie können irgendwie schlagen. Wenn sie angegriffen worden ist, sei es von einem fleischfressenden Dinosaurier oder von sonst einem Raubtier, dann hat sie dem eben eine hauen mit ihrem Stachelschwanz. Wow, hat man die auch in dieser Tongrube gefunden? Nein, die kommt jetzt nicht aus der Tongrube, sondern es gibt hier im Frick, also quasi auf der anderen Seite von der Tongrube, von der anderen Seite vom Dorf, gibt es so eine Höhle, wo die Schichten mit den Knochen an die Oberfläche kommen. Und die Schildkröte hat man eigentlich noch einmal gefunden, wo man ein Haus gebaut hat. Ja, was? Im Garten in eine uralte Schildkröte? Ja, fast im Garten oder unter dem Keller sogar. Wow. Super! Genau, und neben der Schildkröte sind ja auch Plateosaurierknochen gelegen. Also die sind wirklich gleich alt und gleichzeitig miteinander unterwegs gewesen. Ja, die haben einander gesehen. Ja, die haben sicher einander gesehen und vielleicht ist einmal einer drauf gestanden, wer weiß. Andrea, du hast gesagt, die Dinosaurier dort haben... Die haben Schachtelhalm gegessen und so. Sind die Vegetarier gewesen?
alle zusammen? Das ist eine schwierige Frage, weil also der Plateosaurier war sicher mehrheitlich Vegetarier gewesen, aber man nimmt an, dass er mal so richtig vergammeltes Fleisch eben dann gleich gefressen hat. Das hat ihm ein bisschen Eiweiß geliefert und das dürfte er dann auch nicht verschmähten. Aber er war kein Jäger gewesen, das ist klar. Hat er nicht die richtige Zähne dazu? Genau, wenn man die Zähne von einem Plateosaurier anschaut, das können wir dann auch gerne machen, dann unterscheiden sich die eben von den Zähnen von einem Raubdinosaurier. Wir stehen ja da gerade vor unserem Raubdino. Ah, ihr habt auch einen gefunden? Ja, ja. So ein richtig gefährlicher Raubsaurier? Ja, so ein richtig gefährlicher. Du musst dir vorstellen, da kommt so ein 2,5 Meter langer Raubdino auf dich zu. Ui. Ich hätte ihm nicht begegnen. Und wenn du jetzt dem seine Zähne anschaust, du siehst, die sind ganz spitz. Die sind am Dino-Bogen. Also wenn die den gebissen hat, dann hat er nicht so schnell losgelassen. Aber der ist noch klein da. Ja, der ist, also das Modell ist klein. Als er gelebt hat, war er doppelt so gross gewesen. Wow! Ist aber auch noch ein kleinerer gewesen. Jetzt haben wir ja einen Haufen alte Knochen gesehen. Ja, ja, ja! Ich zeige dir jetzt mal noch etwas anderes, weil wir haben nämlich jetzt ganz neu auch einen Dinosaurier, der noch Haut drüber hat, der aussieht wie ein lebender Dinosaurier. Und dann siehst du mal, wie unser Baby-Dinosaurier in echt ausgesehen hat. Ja, ja, ja. Und dann schauen wir uns noch an. Da oben ist unser jüngster Kind in ihrer Hinsicht. Hoi, hoi, hoi! Der sieht ja super aus! Ein ja. Super langer Schwanz! Ja, aber musst du dir vorstellen, wenn er keinen langen Schwanz hatte, ja, dann wäre der Kerl doch immer auf die Nase gefallen. Also für das Gleichgewicht hat er den langen Schwanz gebraucht. Ah, zum Ausbalancieren! Zum Ausbalancieren, genau. Hey, super! Und ja, die Farbe stimmt, wissen wir natürlich nicht, aber es könnte durchaus sein, dass der so ausgesehen hat. Kurze Ärmel! Ja, kurze Arme, lange, kräftige Hinterbeine. Langer Hals. Oh, da hat es noch mal einen Stock! Da hat es noch mehr, ja. Sollen wir weiter? Ja, gern! Gehen wir da rauf. Jetzt sind wir eigentlich so fast wie durch die Unruhe gelaufen. Unten in der Grube liegen nämlich Saurier und oben sind wir im Meer. Aha, also umgekehrt! Umgekehrt, genau. Nach der Dinosaurier ist da namens Meer und hat alles überschwemmt. Im Frick ist Meer? Ja, im Frick. Eigentlich die ganze Schweiz, ganz Mitteleuropa ist von Meer bedeckt. Wow! Und die haben auch Tierchen gelebt? Dort haben auch Tierchen gelebt. Grössere, kleinere. Mhm. Und auch hier zu Frick fippen ganz viel. Ich kann dir gerne ein paar zeigen. Ja, ja, ja! Schnecken! Ja, Schnecken. Man sagt denen gerne Schnecken oder Schneckenstein, aber es waren eigentlich keine Schnecken, gewesen, das sind Ammoniten. Ammoniten? Und Ammoniten sind so tintenfischartige Tiere mit einem Häuschen gewesen. Und das, was man hier eben sieht, das ist eigentlich das versteinerte Gehäuse. Riesentintenfisch? Ja, die hat es von so Zentimeter klein bis relativ riesig gegeben. Jetzt hier, die Frick, findet man also bis etwa 70 cm wow. Durchmesser. Es gibt aber auch deutlich grössere. Viele Leute denken, ja, es seien Schneckenhäuschen. Aber das sind eben Tintenfische mit einem Häuschen. Und ich kann dir sonst zeigen, wie man sich vorstellt, dass die ausgesehen haben. Ja. Ich habe hier also ein Modell von so einem Ammonit. Aha. Und du siehst, der hat also Tintenfischärme. Und hier die Augen. Und da sind die Augen, genau, auf beiden Seiten. Und dann hat er eben hier sein Schneckenhäuschen. Oder aber das ist spiralförmige Haus, zum genau genommen, weil es eben kein Schneckenhäuschen ist. Aha. Und dann gibt es auch noch Fisch. Es gibt auch Fische hier und da. Also hier im Meer sind Fische geschwommen. Selbst bei den Dinosauriern haben wir schon Fischreste gefunden. Also in diesen Gewässern hat sich auch mal ein Fisch verirrt. Oder ein Fischsaurier? Fischsaurier gibt es auch. Da hat man sogar hier im Frick auch vereinzelt Knochen gefunden, ein Schädelteil, wo wir gefunden haben. Gehen wir es anschauen? Können wir anschauen, genau. Ja! Es ist relativ schwierig, da um etwas zu sehen. Und, ein Haufen Stein! Ein Haufen Stein. Es hat zwischendrin schon ein bisschen Knochen, wenn man genau hinschaut. Was wir hier sehen, ist der Kopf eines Fischsauriers. Aha! Und ein Fischsaurier kannst du dir von der Form vorstellen wie ein Delfin. Ja. Und das ist sein Kopf. Und da schauen wir genau von oben auf seinen Kopf. Aha. Darum ist es auch relativ schwierig zu erkennen. Aber er hat da vorne seine Schnauzenspitzen gehabt. Die sind da drunter, das waren eigentlich die Augen. Ja. Und das ist schon wieder der hintere Teil vom Kopf. Und das ganze Tier dürfte bis etwa 5 Meter lang gewesen sein. Ein riesiger Delfin. Ein riesiger Delfin, ein riesiger Fischsaurier, genau.
Hat man nur Köpfknöchel gefunden? Nein, also Schädelmaterial ist sogar sehr selten. Ganz vereinzelt finden wir noch Wirbel. Ja. Das von der Wirbelsäule, die hat aus so. Das sind so wie Scheiben, die so eingeteilt sind, gefunden. Und da können wir so noch einen anschauen. Einen hätten wir da. Aha. Wenn wir da nämlich weitergehen, da haben wir so eine ganze Wand voll mit Versteinerungen. Und einer da ist so ein Wirbel. Wenn du da schaust, da ist so ein Wirbel. Ja, 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 genau. Das ist so ein Blättchen mit dieser Einwölbung drinnen. Und das ist ein Wirbel von einem Fisch selber. Stein. Oh, weißt du, Andrea? Ich habe ja auch einen. Ja, so. Genau, mit dem bist du ja gekommen. Genau. Ich glaube, das Zeig ist auch mal. Ein Dinosaurier. Den habe ich eben gefunden beim Arbeiten. Ja, der sieht wirklich fast wie ein Knochen aus, finde ich. Er sieht wie so ein Zehenknochen von so einem Plateosaurier. Aber weißt du, was sehe ich da, wo er angetatscht ist? Ja. Es ist halt gleich kein Knochen. Es ist glaub, wirklich einfach ein Stein, der die Knochenform hat. Aha. Aber hier im Angebrochenen sieht man auch, dass Stein ist und nicht Knochen. Weil der Knochen sieht etwas anders aus. Wie denn? So mit Löchern und so? Ja, die Löchli sind ganz klein, aber es ist einfach strukturell anders. Aha. Und es gibt ganz einen lustigen Trick, um Knochen und Stein zu unterscheiden, wenn man es abschlägt. Sicher. Wenn man den Knochen nämlich an die Zunge hebt, dann hebt er, dann hat er einen Widerstand, weil er eben so leicht porös ist und der Stein, ja, der geht einfach oben. Aha, gut, tu ich doch. Kannst du ja dann mal probieren mit dem da. Ja, genau, das tu ich probieren. Aber für mich ist es mein kleiner Dino. Genau, das ist ja auch richtig so. Andrea, ja. Darf ich echt mal dort hinschauen, wo ihr die ausbuddeln und finden? In der Grube, ja, eigentlich können wir schon. Schauen, wo die herkommen. Im Moment sind wir zwar nicht am Buddeln, es ist Winterpause. Aha. Aber dass man mal so sieht, wo es herkommt, das Hast können wir schon Zeit? Noch machen. Ich habe noch Zeit. Ich habe erst am Nachmittag meinen Kindergeburtstag, aber jetzt können wir schon noch das anschauen. Oh, ich freue mich! Also, komm, gehen wir noch ein bisschen raus. Also, ich nehme dich jetzt mal ausnahmsweise mit in die Grube, sonst dürfen wir da nämlich nicht rein. Nur zum Klopfplatz. Da kann man immer ran, aber in die Grube, das ist Privatgrund, da darf man nicht einfach so rein. Was ist denn der Klopfplatz? Am Klopfplatz kann man selber Fossilien suchen, die Ammoniten, die wir vorher gesehen haben. Aha. Muscheln findet man. Und dann muss man einfach selber einen Hammer mitnehmen und dann kann man da sein Glück versuchen. Das mache ich auf jeden Fall. Ja. Vielleicht finde ich dort dann trotzdem noch einen richtigen versteinerten Knochen. Ja, vielleicht. Wir haben ja vorhin den Fischsaurier gesehen. Ja. Also Fischsaurier könntest du tatsächlich finden, Dinosaurier weniger. Gut, aber ein Fischsaurier, das ist auch schon gut. Gut, also dann hast du nachher ein Ziel. Ja, genau. Super. Und jetzt gehen wir da rein. Jetzt gehen wir da rein. Da kannst du jetzt schon etwas erahnen da. So, wir stehen jetzt hier in dieser Grube, hinter uns ein Haufen Gestein, vor uns ein Haufen Gestein. Und da ist alles so geschichtet. Mhm. Und das ist fast wie in einem Buch. Aha. Da kann man blättern und man kann eben da zeitweise zurück. Und die Dinosaurier, die kommen jetzt hier aus den unteren Kapiteln. Ja. Aus den unteren Schichten, da wo es so grau ist. Zwischendrin hat es da so rot, grün, violette Schichten. Mhm. Und da auf dieser grossen Fläche haben wir eigentlich das letzte Mal Dinosaurier ausgraben und ja, da sind jetzt in dem Fall eigentlich so im letzten Sommer sind drei Dinosaurier und drei Plateosaurier sind gerade nebeneinander gelegen. Wow! Und da weiter oben ist das Meer gewesen. Wir stehen jetzt hier im Meer drin, genau. Aha. Zeigst du mir noch die Schichten? Ja, dann müssen wir noch ein bisschen weiterlaufen, dass wir besser her sieht. Andrea, stopp! Schau mal! Da hat es ganz frische Abdrücke! Sind da Dinosaurier durchgelaufen? Ja, schön wär's. Abdrücke hat es schon, aber du, ich glaube, das war einer von einer Wildsau. Aha. Aber es gibt im Fall noch Dinosaurier. Musst du mal ganz genau hören. Hier und da hörst du etwas. Pfeife. Pfeife, genau. Und ein Vogel ist fast noch ein Dinosaurier. Aha. Aber also das sieht nicht so aus wie ein Dinosaurier. Ja. Du hast ja vorher den Raubdino gesehen. Magst du dich noch an dem Beine erinnern? Ja, und jetzt denke mal an einen Vogelstrauß. Aha, ja, genau, also, sieht ähnlich aus. Die sind genau sehr ähnlich. Und ein Vogel ist eigentlich fast ein Dinosaurier. Und wenn man jetzt genug lang wartet, werden die Abdrücke hart? Sie werden hart, sie trocknen aus. Und wenn da jetzt irgendwie zum Beispiel von oben runter noch mal irgendwie so ein bisschen Schlamm und Ton drüber kommt, dann könnten sogar die versteinern. Oh.
gefahren. Oh, ich habe jetzt dort auch nicht gesehen, durchrennen. Ein Dinosaurier, ein richtiger. Ja. Ich glaube, du hast heute schon ein bisschen viele Dinosaurier gesehen. Mensch, aber ich habe schon lange gesehen. Oh, und die Dinge noch mal ein. Hast du den nicht gesehen? Mensch, ich tue mir einbilden. Ja, weiss nicht, vielleicht schon, ja. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich würde so gerne mal einen Dinosaurier sehen. Ich auch, aber ich habe gemeint, jetzt ist einer durchgerannt im Fall. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Wir stehen jetzt hier eigentlich an einem ganz besonderen Ort in dieser Grube. Wir stehen nämlich genau auf der Grenze zwischen dem Land, zwischen der Trias, wo hier unten auch die Saurier drin liegen. Aha. Und hinter uns oben eigentlich die Meeresablagerungen aus der Jurazeit. Und da kann man genau auf der Grenze stehen. Genau da genau. Hat noch ein Meer angefangen. Ja. Aha, ja. So drauf. Und die Schichten dort, die Strich? Die Schichten, genau, da sieht man uns schön eben. Wir haben rot, grün, gelb, weiß, grau, es ist ein bisschen alles drin. Das hängt ein bisschen zusammen mit dem Eisen, das im Gestein ist. Aha. Eisen rostet, wenn es nass wird. Mhm. Und auch da, die roten Farben, die kommen eigentlich vom Eisen drin, wo effektiv gerostet ist. Das gibt die Farbe. Und dort unten, so ein Loch ist dort unten, dort haben wir etwas gefunden. Dort haben wir einen Saurier rausgeholt im letzten Sommer, genau. Wow! Also eine Weile lang sieht man das noch, das Loch, und irgendwann verwäscht es. Dann sieht man gar nicht mehr, wo die her sind. Das ist ja super spannend. Du, Andrea, darf ich wieder mal mit Kollegen zu dir kommen? Ja, du kannst gerne mal wieder zu uns ins Museum kommen. Am Sonntagnachmittag sind wir immer offen. Jeden Sonntag? Jeden Sonntag von 2 bis 5 ist das Museum offen. Und auch sonst, wenn du ein paar Kollegen hast, machen wir mal ab für eine Führung, für eine Gruppe. Da kann man eigentlich jederzeit kommen. Da richten wir uns ganz gern. Und im Museum habe ich noch ein Schild gesehen für Kindergeburtstag. Genau, das gibt es auch immer wieder. Also man kann gibt ja ganz viele Kinder, die Dinosaurier unlässig finden und dann eben auch mit den Dinos Geburtstag feiern. Super. Danke vielmals, dass du mir das alles gezeigt hast. Gern geschehen, danke für deinen Besuch. Merci vielmals. Tschüss, Andrea. Tschüss.